Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, momentan ist der Ranked-Modus komplett ausgeschaltet, wie ihr hier seht. Ihr könnt wirklich nur ganz normal Battle Royale spielen. Solo, Duo, Trio oder Team. Und da die ganzen Rank-Punkte runtergesetzt worden sind gestern, habe ich mir für meinen Teil gedacht, da das eine Möglichkeit ist, einfach mal zu gucken, wie die Lobbys jetzt sind. Ich wollte ursprünglich erst ein OMET-TV-Video machen, aber da das jetzt hier reingegrätscht hat, habe ich mir gedacht, das wäre interessant zu wissen. Wenn wir jetzt in Solos reingehen und von Anfang an killen lassen, den Leuten zugucken. Der Erstplatzierte bekommt von mir 1000 V-Bucks. Weil ich glaube, das kann richtig interessant werden, weil es gibt momentan keinen Ranked-Modus. Alle spielen, wenn dann überhaupt, normales Battle Royale. Und die ganzen Ranked-Punkte wurden sogar noch zurückgesetzt. Das kann nur krank werden. Ich sag euch, wie es ist. Ich möchte auch jetzt nicht lange rumfackeln, Leute. Wir gehen direkt in die allererste Runde Solo rein. Ich würde mich natürlich übel über ein Like freuen. Und ich sag es sehr selten, aber ab und zu muss ich es halt einfach sagen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch diesen Kanal aktiviert. So, jetzt genug geschnackt, wir gehen rein. Let's go, Junge. Ich habe die Grafik jetzt auf Low gestellt, Leute. Wir können gerne in den nächsten Format, wenn wir das wieder machen, die Grafik auf High stellen. Ich würde jetzt auch ehrlich gesagt ganz vorne hier in dem Dschungel landen, weil da ist ja jetzt momentan ein mythischer Boss, wo man die Cloak-Gegenstände bekommt, plus die mythische MK7 wieder am Start ist. Aber eigentlich ist uns das egal, Leute. Uns geht es ja einfach nur darum, dass wir zugucken. Ich weiß aber, dass hier sehr viele Leute mitkommen werden. So, das müsste reichen und dann zack. Und dann passt die Geschichte eigentlich. Und dann checken wir einfach mal die Geschichte ab. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei Onside Finally TYO gelandet. Und Leute, ganz wichtige Geschichte, weil ich will heute unbedingt wieder auf Kick streamen. Und wir machen für morgen ein YouTube-Video. Und zwar dürft ihr mich alle streamsnipen. Natürlich nur, wenn ich das sage. Ich werde die eine oder andere Runde auch komplett normal solo spielen. Ich sage es explizit, um wie viel Uhr wir die Geschichte anfangen. Ich sage jetzt einfach mal, um 17 Uhr geht die Geschichte los. Also um 17 bis 18 Uhr werden wir dieses Format ungefähr aufnehmen, wo ihr probieren müsst, bei mir in eine Solo-Runde reinzukommen mit mir. Wir starten auch zeitgleich. Ja, und derjenige, der halt da in der Runde den epischen Sieg holt und mich killt, bekommt halt eben eine unbekannte Anzahl an V-Bucks. Plus, es gibt trotz allem die Möglichkeit, V-Bucks zu gewinnen, weil manchmal, wenn ich den Leuten zugucke, mache ich auf die Leute, denen ich zugucke, ein Kopfgeld. Dann sage ich beispielsweise, wer diesen On-Site hier killt, der bekommt 5000 V-Bucks. Aber man muss den innerhalb von 2 Minuten beispielsweise killen. Also derjenige, der den killt, innerhalb der nächsten 2 Minuten plus den epischen Sieg holt, bekommt dann von mir 5000 V-Bucks. Ich mache das Ganze sogar vielleicht bis 10.000 V-Bucks. Und das ist auf jeden Fall schon Batzen an V-Bucks, den man hier gewinnen kann, Leute. Deswegen, wenn ihr da mitmachen wollt, Links unten im Bio, kommt einfach rein. 17 bis 18 Uhr fange ich die Geschichte an. Daraus wird auch ein YouTube-Video gemacht und ich bin gespannt, wie viel wer sich an V-Bucks abholen wird. So, und das reicht jetzt mit hier Promo Milomo. Wir gucken jetzt uns die Geschichte an. Der Typ ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig, weil der hier die ganze Zeit mit dem Wolf durch die Gegend sneakt und hier so ein paar Waffen mit hat und gar nicht mal Minis oder sowas. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein guter Spieler ist. Wegen, aber der ist jetzt hier in Citadel. Vielleicht sind in Citadel mal Leute, dass wir ein bisschen Action haben. Nee, in Citadel ist auch keiner gelandet. Die Chests wurden nicht gelootet. Das heißt, wir gehen hier weg. Spielt ja sowieso keine Rolle, wem wir zugucken. Warum macht denn der hier ein Emote? Bot, ne? Bro, das siehst du direkt am Loot, dass das ein Bot ist. Er hat Bananen und Kohldinger mit. Und er farmt die ganze Zeit Materials. Und wie er sich auch bewegt, guckt euch das mal an. Diese schnellen Bewegungen rückwärts und sowas. Also das ist schon heftig. Mich würde aber auch ehrlich gesagt interessieren, wie die Bots inzwischen agieren. Ob Epic Games die Bots ein bisschen besser gestaltet hat. Deswegen, ich sag dir ehrlich, ich gucke mir den Botty-Boy jetzt einfach an, ne? Ohne Spaß. Find's aber komisch, dass der da die Shotgun nicht mitgenommen hat, weil da war in dieser Chest eine Havoc-Schrotflinte. Und die hat der einfach nicht mitgenommen. Finde ich ein bisschen komisch, weil der hat jetzt eine Sniper mit, der hat eine AR, eine MP und 2 Healstuff-Quellen. Das hat er ja schon mal ein bisschen richtig gemacht, dass er 2 Healstuff-Quellen mit hat. Aber der hat genau die Healstuff-Quellen mit, die gar keinen Sinn machen. Und Blue Life hat Herr Botty Boy immer noch nicht. Das ist ein richtiger Bot, Leute. Da liegt ein Biggie. Mal gucken. Doch, den nimmt er sich, ne? Hä? Den hebt er gar nicht mal auf. Was geht denn ab? Aber der hat den Perk aktiviert, dass der in Wasser geheilt wird. Also das heißt, Bots aktivieren sogar Perks. Krank. Ne, Leute, aber ich würde sagen, wir gucken jetzt hier nicht die ganze Zeit zu. Ihr seht, was für Botty Boy das ist. Wir gehen weiter. Hier sind wir dann bei Losty Boy 55. Oben sniped anscheinend einer. Losty Boy, aber auch wirklich Losty Boy. Wirklich Programm der Name. Der hat keine Minis parat. Der hat kein Biggie, kein Blue Life. Allgemein hat nur einen Fischkopf. Dafür hat er aber Full Life. Ne? Mal gucken, ob der sich den Gegner, der da oben jetzt am Schießen ist, holt. Die sind da unten am Fighten. Ne? Der könnte jetzt nicht sneaken. Nice, Digga. Oh, Minis und Biggies sogar parat.
Oha, der freut sich, dass der die mythische Pistole bekommen hat, ne? Der freut sich richtig, Junge, ich sag dir ehrlich. Und anstatt der sich die Minis mitnimmt, nimmt er sich die Biggies mit. Ich hätte die Sniper auch absolut liegen gelassen. Okay, jetzt holt er sich die Botty Boys. Ja, okay. Hat sich die komplett geholt. Die Bots waren absolut geschwächt. Ja, dann gucken wir uns mal die Geschichte an. Der wird jetzt bestimmt in den Tresor reingehen und wird bestimmt die MP gegen die Drumgun tauschen. Der baut auch gar nicht mal Wände, ne? Doch, jetzt baut er Wände. Ah, okay, aber so krass sieht der jetzt nicht aus. Hier nochmal die ganze Geschichte mit Blue Life, Green Life, dies, das. Okay, Munition natürlich auch wichtig. Hä, die Cloak-Dinger, die bekommt man aus dem mythischen Chest, das wusste ich nicht. Er hat auch jetzt die Waffe mitgenommen. Jetzt, wenn er Schlürfsaft nicht mitnimmt, dann ist er schlecht. Dann klicke ich direkt weiter, sage ich euch ehrlich. Okay, er hat dann nochmal Glück gehabt. Das heißt, er hat jetzt zwei Heal-Stuff-Quellen mit. Er hat eine Pump mit, eine Pistole für Distanz und Entfernung und eine Drumgun für Distanz und Entfernung. Also wenn ich wählen müsste zwischen Pistole und Drumgun, dann sage ich euch ganz ehrlich, dann würde ich Pistole nehmen, weil die einfach viel präziser ist und ich glaube sogar auch mehr Damage macht, aber dafür ein bisschen weniger Munition hat. Wird dann nochmal direkt weiter switchen hier. Petit Boy Re 59. Okay, sieht mir aber auch irgendwie nach einem Bot. Obwohl, nee, ist kein Bot, weil der hat... Doch, das ist ein Bot, ne? Sag jetzt nicht, wir gucken wieder einen Bot zu, Digga. Das ist wieder ein Bot. Ich glaub's nicht. Bro, wie vielen Bots gucken wir zu? Was ist los? Aber ey, der hat alles richtig gemacht, ne? Der hat zwei Heal-Stuff-Quellen mit. Er hat eine Shotgun, eine MP und eine Waffe auf Distanz und hat genug Materials. Sein Loot ist perfekt. Ich sag ja, Epic Games hat Ahnung. Das ist das perfekte Loot, was man haben kann, sage ich euch ehrlich. Wir gehen aber weiter. Dann war ein Recon-Expert. Fährt jetzt in die Zone mit Auto, hat auch sehr wenig. Doch, der hat mythische Säfte. Das ist auf jeden Fall gut. Und eine lilane Schrotflinte. Das heißt, die Geschichte könnte für den wirklich sehr gut aussehen. Aber der Typ sieht mir auch nicht nach einem heftigen Spiel aus, sage ich euch, wie es ist. Wir gehen mal weiter. Naki-Set, okay. Oh mein Gott, Bro. Der spielt mit der Schrotflinte allgemein. Also, der benutzt die nicht nur, um Wände einzunehmen, sondern der spielt die sogar. Ich meine, die Schrotflinte ist auch eigentlich an sich nicht schlecht, um gegen den Gegner zu fighten. Ich glaube, die ist wirklich gut. Aber die Geschichte würde ich mir mal angucken, wie der mit dieser Waffe spielt. Der sieht mir auch nach dem Schwitzer aus, hat den neuen Battle Pass Skin, hat Eisbrecher-Erntewerkzeug, sagt schon einiges, Full Materials, mythischen Saft, hat die MK7 und eine eklige MP. Die mag ich gar nicht, sage ich euch ehrlich. Die spiele ich null, weil ich die einfach überhaupt null feier. Okay, jetzt leben nur noch 8 Spieler. Dieses, deine Platzierung ist 70. nervt irgendwie. Warte mal kurz. So, jetzt ist das wenigstens ein bisschen kleiner da oben. Siehst du, der weiß auch, dass man mit der Waffe hier die Bäume und so zerschießen kann. Also, dass man halt alles eben one-pumpen kann mit der Waffe. Gegenstände. Beispielsweise eine Metallwand mit 500 Leben. Wenn du mit der Waffe auf die Metallwand schießt, ein Schuss wie der Sniper und die Metallwand ist weg. Geht ja mit der normalen Sniper nicht mehr. Mit der normalen Sniper kann man ab sofort nur noch Holzwände einnehmen. Das war's. Okay, der holt sich jetzt hier nochmal die Flagge. Vielleicht möchte er ja noch eine zweite Schrotflinte sich holen, also eine Havoc-Schrotflinte. Also wäre schon wirklich verblüffend, wenn er wirklich mit dieser Waffe hier spielt. Okay, der hat dann eine blaue Havoc-Schrotflinte rausbekommen, die hat er jetzt aber nicht genommen. Das heißt, der macht wirklich ernst mit der exotischen Shotgun, ne? Der will wirklich mit dieser Shotgun gegen Gegner fighten. Also die auch gegen die benutzen, anstatt nur Wände damit zu nehmen. 6 Gegner warten auf jeden Fall auf den jetzt noch, aber wenn er hier die ganze Zeit so rumchillt, dann wird das nichts mit einem Fight. Egal, eine Sache macht er schon mal richtig, der benutzt nicht für 26 Leben mythischen Saft. Das ist schon mal schlau. Und wenn, dann würde ich mir den erst drücken, wenn ich in einen Fight reingehe, sage ich euch ehrlich. Aber ihr seht schon, wie der baut und so. Bruder, er hat die ganze Zeit gerade Erntewerkzeug gewechselt. Ich habe gedacht, bester Spieler EU West. Und guckt euch jetzt bitte an, was wir hier zu gucken, ne? Ich meine es nicht böse, aber ey. Bro, er macht so voll auf Schwitzer, Digga, mit Erntewerkzeug wechseln, dies, das. Und jetzt campt er die ganze Zeit nur rum und baut wirklich auch nicht ultra heftig. Oder wie der von der Seite die beiden beim Fighten nervt, ne? Ich hasse solche Spieler. Ich sag euch ehrlich, wenn ich einer von den beiden Spielern bin, ich hätte den anderen, der da gegen mich gefightet hat, komplett ignoriert und hätte jetzt ab sofort nur noch den hier gepusht. Und der hätte dann von mir auch noch direkt einen L-Dance bekommen. Bro, der campt mir zu viel rum, ne? Also, ich weiß ja nicht. Wenn der jetzt gewinnt, aber ich glaube, der wird nicht gewinnen. Der Gegner ist gut. Und er muss jetzt in die Zone moven. Also, den Typen, der Camperino, der hat jetzt ein bisschen Probleme mit der Zone auf jeden Fall. Er da vorne hat Vorteile. Ich bin gespannt, ob dem das auch zum epischen Sieg verhelfen wird. Weil die treffen ja beide gar nichts. Er hat den fast geholt, ne? Bro, guck mal, wie schlecht. Bro, guck mal, wie schlecht, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, in was für eine Lobby sind wir hier drin? Ich check es nicht. Der holt den. Boah, ich glaub's nicht. Also, ich sag euch ehrlich, wenn ihr findet, dass der euch jetzt in der Runde unterhalten hat, was ich gar nicht finde, weil der nur gecampt hat und einen einzigen Kill in der ganzen Runde gemacht hat, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich werde ihn jetzt nicht adden und die 1000 V-Bucks geben. Ich werde ihn erst adden, wenn eindeutig ist, dass ihr sagt, ich soll ihm die 1000 V-Bucks geben. Davor lasse ich die hier liegen. Ich mache mir einen Screenshot davon, wie der heißt. So, und jetzt entscheidet ihr, soll ich ihm die 1000 V-Bucks geben oder nicht. Schreibt's in die
die Kommentare rein. Ich würde aber sagen, wir gehen noch eine zweite Runde rein, weil die hat mich absolut gar nicht befriedigt, sage ich ehrlich. Da waren ja nur Bots und so drin. Boah, warum ist denn der Bus so hell? Hä, was ist das für eine Sättigung, Digga? Ach so, jetzt ist der wieder normal. Der war ja gerade absolut hell. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen nach Frenzy Farm. Ist eine goldene Stadt. Da landen immer viele Gegner. Da wird auf jeden Fall die Post abgehen. Namenstechnisch jetzt die Leute, die sich beim Busfahrer bedankt haben, sind jetzt nicht die krassesten Namen bei gewesen. Aber ich meine, im Endeffekt, Name heißt jetzt nicht unbedingt etwas. Seht ihr, Leute? Ich habe doch gesagt, Frenzy Farm gehen voll viele hin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, das sind 14 Leute, die jetzt hier in Frenzy Farm landen. Also, wenn ich jetzt schaffe, die Flagge einzunehmen, ohne dass mich irgendwer hier sieht oder mich killt oder sowas, dann bin ich der beste Spieler EU West, ich sag's ehrlich. Und das sieht tatsächlich so aus, als wenn ich es schaffe, ne? Der Fischkopf da vorne, der sieht mich auch gar nicht. Oder als ob ich es schaffe, jetzt die Flagge hier einzunehmen und mich niemand sieht. Hä? Was? Okay, jetzt habe ich einen Snipe-Schuss abbekommen. Bro, ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Heftiger, ja, ja, tanzt man nicht, Junge, wie schlecht. Bruder, er fühlt sich auch noch, weil der mich... Ey, Digga, er lacht sogar. Was ist das denn für ein cringer Typ? Man hat doch gesehen, dass ich nichts gemacht habe. Oh mein Gott, wie lost kann man sein, Junge? Aber der scheint auf jeden Fall ein bisschen besser zu sein wie die anderen Spieler, denen wir zugeguckt haben in der ersten Runde. Heißt aber nichts. Ich glaube, Karma klärt die Geschichte. Und dafür jetzt auslachen. Ich glaube, damit hat er sich die 1000 V-Bucks jetzt auch versemmelt. Ich hoffe natürlich nicht, dass er gewinnt. Damit irgendwer anders die V-Bucks natürlich bekommt. Bei ihm würde ich die ehrlich gesagt nicht geben. Schöner Laser, Digga. Fischkopf. Herr Fischkopf, ich glaube an dich, Herr Fischkopf. Herr Fischkopf, du machst das. Hol dir den, Herr Fischkopf. Ich glaube an dich, Bro. Jawohl. Der Fischkopf weiß nicht, dass der hier One-Pump ist, aber Fischkopf traut sich auch, ne? Let's go, Junge. Arg vom Herrn Fischkopf. Der hat mich auch, glaube ich, gesehen gehabt und der hat mich einfach nicht gekillt, weil er sich so gedacht hat, ja, soll er da einfach rumsitzen, so wisst ihr? Oh, ich würde mal sagen, das ist Karma gewesen. Aber die erste Runde war, wie gesagt, wirklich nicht so gut. Und hier in der zweiten Runde sind wirklich vernünftige Spieler drinnen, ne? Mal gucken, ob ich diesen Div auch adden könnte. D-I-F-V-L. Das O werde ich jetzt bestimmt doch perfekt, Alter. Man findet den sogar hier. Okay, aber er muss erstmal gewinnen, ne? Loot-technisch sieht bei denen auf jeden Fall auch stark aus. Er hat eine Havoc, er hat eine MK7, eine MP, Sniper und Minis. Finde ich nicht so gut, Leute. Also ich würde immer anstatt eines Sniper ein bisschen mehr Blue Life mitnehmen. Aber das müssten natürlich dann die Leute selber entscheiden. Oh mein Gott, da vorne wird schon big gefightet. Leute, die Lobby ist krank. Ich bin gespannt auf den Fight. Oh, Soft Aim hat doch nicht so ganz gekickt. Der Gegner ist nicht schlecht, ich sehe das. Der ist nicht schlecht. Der hat sogar einen Kronensieg, Leute. Aber ich würde es Fischkopf ehrlich gesagt gönnen. Oh, Fischkopf, Digga. Fischkopf. Fischkopf, pass auf von oben. Fischkopf. Naja, Mann, der ist einfach besser gewesen. Ich hab's schon gesehen, dass der gewinnen wird. Ich sag euch ehrlich, ich hab's schon gesehen. Boah, hier sind richtige Schwitzer, Leute. Oh mein Gott. Gucken wir uns mal die Geschichte an, ne? Der spielt sogar die mythische Pistole, Leute. Das sagt einiges über einen Spieler aus. Weil wenn man mit einer Pistole umgehen kann und man spielt dann sogar noch die mythische, dann ist man einfach gut. Aber wir gucken uns die Geschichte an. Er spielt auf jeden Fall den neuen Battle Pass Skin. Baut sich hier ein bisschen hoch. Ich hoffe, dass der Luftikus hat. Vorne ist ein Gegner. Okay, 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 okay. Der macht das nicht schlecht. Da kommt aber, glaube ich, noch ein dritter Gegner. Jetzt kommt die Action rein. Endlich. Warum gibt er sich denn nicht Slurp-Schüsse? Der hat doch die Slurp-Gun. Warum macht er sich nicht mal eben kurz mit 50 Leben full? Ich check das nicht. Oh mein Gott, den sein Kill wurde einfach KS'd. Ich würde ausflippen. Oh mein Gott, Bro. Der Hit saß aber mal ganz anders, der 162er. Jega, der war böse, Junge. Der war richtig böse. Wenn er dieses Gameplay, das Spiel jetzt auch nur durchzieht, dann kriegt er auf jeden Fall die Taui V-Bucks, 100%. Wie gesagt, beim ersten Spieler, ich finde, der hat es nicht verdient, aber das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Okay, Loot Island ist jetzt hier vorne gespawnt. Ist das weit von dem? Ich glaube, wo ist denn der? Der ist hier vorne unten links. Ne, hier ist der gerade. Nö, wäre nicht weit. Das wären insgesamt 230 Meter. Der fährt da, glaube ich, auch hin, ne? Finde ich gut, dass er in die Action reinfährt. Sehr wichtig. Und ich meine, er hat jetzt gerade Anonym-Modus drin, aber wir können ja in die Wiederholung gehen und dann sehen wir auch komplett den normalen Namen. Da vorne ist ein Gegner. No Skin. Oh mein Gott. Kann auch sein, dass er ein Bot ist. Ich glaube, das ist ein Bot gewesen, Leute. Da vorne ist aber noch ein Gegner. Er hat direkt reagiert mit Bauen, ne? Gegner hat schon einen dicken Laser drauf. Okay, und hier oben wird auf jeden Fall gerade die Flagge eingenommen. Ich bin mal gespannt. Epischen Sieg hat er auch schon gemacht, weil er den Hängegleiter hat. Heißt aber noch nichts. Sparkel-Spezialistin. Oh mein Gott! Sparkel-Spezialistin schwitzt ja mal anders rein, Digga. Was passiert hier, Bro? Oh mein Gott! Ne, wer ist das? Ich habe gedacht, es wäre eine Spargelspitze. Was schwitzt der so rein? Bro! Was ist das für ein Spieler jetzt am Ende nochmal? 5 Gegner noch. Ich bin gespannt, was der mit denen machen wird. Digga, guckt euch das mal an, Leute.
Bro, er macht Edit-Parkour, aber das heißt nichts. Der muss auch gutes Aim haben. Wenn er so Edit-Parkour machen kann, ist zwar stark, aber ohne Aim läuft die Geschichte nicht. Aber heftig, Digga. Boah, bin gespannt. 75er rein, zack, auf, dies, das. Zack, wieder zugemacht, beide. Gegner haut, glaube ich, ab, ne? Wo ist der? Seilbahn runter? Der ist da vorne. Lol, er haut einfach ab. Er hat einfach keinen Bock, gegen den zu fighten. Digga, heftig. Heftig, wie der direkt so pre-editiert. Oh, also wenn der oben ihn jetzt nicht pusht, dann wird der verlieren. Ja, das war's mit dem Gegner. Ja, Digga. Der Jansen, der hätte pushen müssen, wo der den einen dicken Pump getroffen hat, wo er halt hier eben nur noch 30 HP hatte. Wenn er da vernünftig gepusht hätte, dann hätte der den bekommen. Aber man sieht halt eben, bautechnisch ist bei ihm gut, aimtechnisch ist so ein Mittelding bei dem. Und das macht den halt eben dann so richtig angreifbar, ne? Weil wenn dann da jemand kommt, der nicht so gut baut, aber der den heftigsten Aim hat, dann hat er hier auch keine Chance. Deswegen, wenn er jetzt noch krasses Aim gehabt hätte, dann wäre der ein ultra kranker Spieler. Aber ich meine, es leben ja noch 9 Gegner. Ich bin gespannt, was der machen wird. Der nimmt auch gar nicht die Flagge ein, ne? Also ich hätte an seine Stelle die Flagge eingenommen, dann hätte der wenigstens 2, 3 mythische Schlüffsäfte. Ich hätte sogar noch Minis genommen, also Minis, 3 mythische Schlüffsäfte, Pump und halt eben die mythische Pistole. Dann hätte der noch krasseren Loot, wie wenn der hier diese Bandage Gun mitnimmt. Oh, Digga, dicker Laser, Junge. Den hätte ich mir jetzt nicht gedrückt. Seht ihr? Und wenn er jetzt die Dings go... Boah, was macht der, Digga? Aber der choke bisschen... Ja, siehst, seht ihr? Seht ihr, das ist die Sache. Der macht zwar maximalen Edit-Parkour, aber das bringt nichts. Der macht den heftigsten Edit-Parcours, Digga, und das bringt einfach nichts, ne? Wenn Aim nicht sitzt, dann bringen die Edits nicht. Schöner 109er, Digga. Von hinten kommt leider einer, der muss wieder nerven. Schlecht. Von beiden Seiten, er ist maximal unlucky. Also der hat richtig krank gespielt, muss ich sagen. Er ist jetzt in der Situation übel unlucky gewesen. Der ist auf jeden Fall besser wie dieser Base-Coconut und dieser andere Typ, der da unten ist. Aber er hat halt einfach Unglück gehabt, ne? Er hat halt einfach Unglück gehabt und wurde von beiden Seiten auf einmal gelasert. Und Aim war jetzt auch nicht übel heftig, war mittelständig. Hätte der besser getroffen, dann wäre das wild gewesen. Aber der hat übel krank gebaut, da brauchen wir nicht drüber reden. Ein Gegner nur noch, Zone ist noch eigentlich relativ groß. Es könnte sogar sein, dass der letzte Spieler ein Bot ist. Ich bin gespannt. Holt sich hier jetzt nochmal Matt Nebel am Automaten, um sich full zu healen. Sehr schlau. Ja, da oben ist einer, da oben ist einer. Ich glaube, der ist nicht gut, ne? Ja, der ist nicht gut gewesen, Leute. Ja, Digga, könnte auch ein Bot gewesen sein. Aber heftig. Was? Coconut. So, Freundschaftsanfrage ist rausgegangen. Das, dann heißt es jetzt eigentlich nur noch warten, bis er halt eben annimmt. Ja, dann würde ich sagen, warten wir halt einfach, ne? 1 Minute 17 Sekunden. Gucken wir dann. 3, 2, 1... Vorbei, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare wegen dem ersten Typen, ob der die verdient hat oder nicht. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns um 17 Uhr.